Wir haben Hasen immer für niedlich gehalten, aber ich bin hier, um euch die Wahrheit zu sagen. Wenn eine junge Häsin zum ersten Mal kleine Kinder zur Welt bringt und es ihr zu stressig ist, frisst sie ihre Babys. Wenn sie während der Geburt Angst bekommt, frisst sie ihre Babys. Wenn ihre Umgebung zu laut ist, frisst sie ihre Babys. Wenn sie unerfahren ist und nicht weiß, was sie tut, frisst sie ihre Babys. Jetzt fragst du dich eventuell, was zum Teufel, wo ist der Vater, der sie beschützt? Der Vater, willst du wissen, was er macht? Manchmal werden die Babys kaum geboren, bevor der Vater sie tötet, nur um sich so schnell wie möglich wieder mit dem Weibchen paaren zu können. Das ist das, was dieser Sexsüchtige tut. Die Hasen, die Karotten essen, existieren nur in deiner Fantasie. Apropos, weißt du, was Hasen gerne essen? Kekse? Nein, Kacke. Bekannt als Koprophagie, ein Prozess, der für Hasen notwendig ist, sobald sie 10 Tage alt sind, fressen Babyhasen die Kacke ihrer Mutter. Oh, lecker, Mamas Kacke. Abgesehen davon sehen sie manchmal die Leiche eines anderen toten Hasen und wissen nicht so recht, was los ist. Und wenn wir nicht wissen, was los ist, folgen wir unserem Instinkt. Und der sagt uns, dass... Na, immer noch süß.